Hallo, liebe Feuerbrigade, und willkommen quasi zur Fortsetzung von gestern. Denn ihr habt es vielleicht schon im Jahresanfangsvideo gesehen. Ich hatte bei der ADAC, nee, ADAC Straßendienst, Straßenwacht, weil das andere Set, hatte ich noch einen Karton im Karton. Überraschenderweise. Und zwar diesen hier, ein weiteres kleines, gelbes Fahrzeug, aber dieses tatsächlich von Lego. Lego City 7891, die Flughafenfeuerwehr. Interessantes kleines Ding, war eine Überraschung, habe ich nicht mit gerechnet, aber jetzt habe ich es und das heißt, es wird hier auch vorgestellt. So sieht unser Karton aus, ist übrigens von 2006. Von oben sehen wir unseren Feuerwehrmann, der dabei ist und ansonsten ziemlich wenig. Von unten sehen wir Text, Barcodes, grünen Punkt und die traurigen Zwiebeln. Hier ist unser Titelbild eigentlich nochmal, genau. Und hier auch, okay, und auf der Rückseite sehen wir unser Set aus verschiedenen Perspektiven, weil der Fotograf hatte gerade zu viel Freizeit. Und wir sehen den Hinweis, gibt es den auch in Deutsch? Ja, leicht zusammenzubauen für den sofortigen Spielspaß. Finden wir heute auch nicht mehr auf Lego-Kartons sowas. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Aber gut, das Set fällt halt auch von den Jahren her in meine Dark Ages. Vielleicht deswegen, diesen Hinweis habe ich echt noch nie gesehen. Aber ja, das ist es schon. Sehr schlichter Karton, sehr einfach. Und ein bisschen kaputt, deswegen sammle ich den jetzt auch nicht. Der Inhalt war natürlich zum großen Teil schon zusammengebaut, bisschen was war auseinander, aber nicht so weit, dass es sich gelohnt hätte, jetzt nochmal mit dem Zusammenbau und mit den einzelnen Teilen anzufangen. Hier ist übrigens die Bauanleitung. Standardgröße. Die Seite fehlt leider mit der, ich glaube, da war die Legoland-Werbung drauf und wahrscheinlich ein Gutschein, deswegen fehlt das. Etwas schade, weil dadurch auch die City-Werbung hier fehlt. Wir haben eine Teileliste und natürlich eine Bauanleitung in 24 Schritten. Das. Und dann haben wir unser Flughafen-Feuerwehrfahrzeug. Es ist ja sehr gelb, mit einem roten Streifen hier durch. Ein bisschen komisch, eine Feuerwehr in gelb zu sehen. Aber ich weiß nicht, vielleicht sahen Flughafen-Feuerwehren auch teilweise gelb aus in einigen Ländern oder so. Der rote Streifen zeigt dann, dass Feuerwehr ist okay. Hier ist ein Flugzeug, um zu zeigen, das ist Flughafen. Aufkleber. Man sieht auch, das Gelb stimmt nicht ganz mit den Steinen überein. Bisschen kräftiger als die Steine. Dasselbe hier oben drauf. Auch da ist nochmal Aufkleber auf dem Dach. Und es lohnt sich halt, wie gesagt, nicht wirklich über die Teile zu sprechen. Nicht nur, weil das Ding halt schon größtenteils zusammengebaut war, sondern auch, weil die Teile sehr uninteressant sind. Also erstaunlich uninteressant. Das einzige Interessante sind hier hinten diese Schränke. Davon bekommen wir zwei. Einen hier, einen auf der anderen Seite. Hier ist noch ein Feuerlöscher drin. Da wäre eigentlich ein Hammer drin, wenn der Set dabei gelegen hätte. Alles andere ist komplett aus Standardteilen gemacht. Die 1x2er hier mit dem Griffel. Okay, sind nicht so häufig, aber sehen wir auch ziemlich oft. Das wirklich einzig Seltene hieran ist die Farbe Gelb, die wir nicht so häufig sehen. Aber ansonsten dieses ganze Ding, wirklich interessantes kleines Fahrzeug. Ja, schön windschnittig, wie eine Flughafenfeuerwehr halt aussieht. Alles aus Standardteilen. Ja, eine Menge von diesen hier. 1x2er. Hier ist mal ein Dachstein verbaut in Gelb. Hier ist ein hoher Dachstein verbaut in Gelb. Die durchsichtigen alles ohne Spezialteile. Das Speziellste ist tatsächlich noch hier das Dach der Fahrkabine. Ja, das Dach der Wolfsschanze, das ist noch halbwegs ein Spezialteil. Innen drin sehen wir halt eine 2x2 Fläche, wo die Figur drauf sitzen kann und Lenkrad. Das ist alles sehr, sehr einfach gemacht, aber sehr effektiv, muss man auch sagen. Funktioniert, man hat ein nettes, kleines, schnittiges Fahrzeug und hinten eine kleine Funktion. Mit ein paar Technikpinnen können wir hier unsere Feuerspritze haben. Die lässt sich hier auch bewegen. Frei. Da kann jetzt noch eine Figur draufstehen. Kann man so tun, als würde ich das Ding halt bedienen. Dank der Technikarme lässt sich das auch in diversen Höhen einsetzen. Von so bis so. Alles wunderbar. Hier vorne haben wir noch ein paar Düsen. Kann da also auch ein bisschen Wasser verspritzen. Wunderbar. Und hinten haben wir eine kleine Leiter, wo unsere Figur aufsteigen kann. Und hinter der Leiter versteckt sich noch was. So ein kleiner Schlitten hier mit einer Atemmaske
für unseren Feuerwehrmann, die, oh, wo das Visier falsch rum drauf ist. Wow. Die gibt es auch inzwischen nicht mehr so, sind aber ganz nett. Das Visier ist definitiv falsch rum drauf. So. Das Schöne an diesen Dingen ist, die passen halt unter den normalen Feuerwehrhelm. Und hier dieser Schlitz, da passt halt diese Sauerstoffflasche noch drunter, die hier auch bei ist. Ja, der kleine Schlitten, mit dem unser Feuerwehrmann ausgestattet werden kann, wenn unser Feuerwehrmann nicht ein leichtes medizinisches Problem hätte. Das gleicht sich aber ganz gut aus. Als Einführung, ihr seht vielleicht, das Fahrzeug ist relativ klein. Also für ein Feuerwehrauto ist das klein. Das ist schon eher ein großer PKW. So von der Dimension würde ich sagen, ja komm, es ist Kia Sportage. Irgendwie sowas in der Richtung. VW Touran. Diese Richtung, also eher ein SUV als ein Feuerwehrfahrzeug. Wieso passt das zur Figur? Nun, unsere Figur ist auch ein bisschen kürzer, als sie sein soll. Das ist doch mal ein Look, oder? Ja, es war kein Kopf dabei. Der Kopf ist zum Glück ein ziemlicher Standardkopf. Halt Figürchen mit Sonnenbrille gab es um 2006 ohne Ende. Gibt es jetzt immer noch ohne Ende bei den Polizeifiguren. Also kein Problem, den passenden Kopf wiederzukriegen, aber hier war er nicht bei und deswegen sieht er jetzt so aus. Der hat halt irgendwann mal ein paar Klötze auf den Kopf bekommen und hat entschlossen, okay, ich ziehe mich unter meinen Helm zurück, da ist sicherer. Ja, okay, süß. Passt aber dadurch von der Größe wieder ganz gut. Also dadurch sieht es wieder aus wie ein Feuerwehrfahrzeug in voller Größe. Hätte der den Kopf, sähe es ein bisschen zu klein aus. So, perfekt. Ihr seht, alles gleicht sich aus. Auch im Jahr 2021. Geht wieder rein, er wieder zu. Ein sehr unspektakuläres Set, vor allem was die Teile angeht. Also als Teilespender weitgehend ungeeignet, weil dafür sind die Teile einfach zu normal. Aber als kleine Feuerwehr, nein, Flughafenfeuerwehr, ich kriege dieses Jahr dieses Wort, da komme ich jedes Mal durcheinander bei den Wortbestandteilen, ist es durchaus nett, nett gemacht, nettes kleines Set, gibt es für weit unter dem Neupreis. Das ist jetzt kein Set, das bei eBay den Neupreis groß überschreitet, nachdem es Jahre alt ist. Nein, das gibt es immer noch für weit drunter zu finden und ja, dafür ist es definitiv gut als kleine Ergänzung, als Spielset. Definitiv süß. Und das war tatsächlich schon alles, was ich darüber sagen kann. Es ist ein unspektakuläres Set, aber es ist ein niedliches kleines Set. Ich sag bis dahin.